Das Fußball-Podcast. Was? Wie? Jaha, das Fußball-Podcast mit Daniela, Annie und Sabrina. Drei starke Frauen reden über Fußball von Champions League bis dritte Liga. Das Fußball-Podcast, Folge 28. Guten Morgen, liebe Annie in Berlin. Guten Morgen. Teile von mir sind schon wach. Wie sieht's bei Sabrina aus und bei dir, Daniela? Guten Morgen, ich frühstücke gerade. Super. Also wenn ihr bei YouTube dabei seid, könnt ihr sehen, was Sabrina Bramowski morgens um 11.05 Uhr zu sich nimmt. Auf jeden Fall mal reinschauen, es lohnt sich. Nein. Ach schade, mein T-Shirt-Spruch ist leider auch gespiegelt durch die Frontkamera. Da steht Fresse, ja. Ich bin voll nett. Also ich sehe es richtig. Ja, ich sehe es auch richtig. Ah, dann ist ja gut. Ja, dann ist ja prima. Ich wollte es nur sagen. So, Folge 28, ich muss das mir aufschreiben, langsam kann ich nicht mehr mitzählen. wir reden über Fußball und starten mit einer fast schon Anekdote, kann man sagen, mit der Bundesliga-Tabelle von vor 15 Jahren. Die hat Sabrina nämlich entdeckt, bei dem damaligen Tabellenführer. Von vor 15 Jahren und einem Tag, genau, bei Alemannia Aachen. Das war der Oktoberabend von 2006, ein Freitagsspiel unter Flutlicht in Mainz, dass sie 3:1 gewonnen haben und nach 38 Jahren für diese eine Nacht endlich nochmal Tabellenführer waren. Ist das nicht romantisch? Sensationell. Aber ich finde auch schön, was danach in der Tabelle so los war. Ja, Annie, was war denn danach in der Tabelle? Wer war denn da Tabellenzweiter damals? Da stand was von Hertha BSC. Und danach ist es aber auch spannend, denn dann kommen Nürnberg und Bremen auf den Plätzen 3 und 4 und die Bayern erst als Fünfter. Und dann Zweitligaverein. Ja. Ein heutiger Zweitligaverein, Schalke. Also Sabrina, da hast du echt ein Goldstück gefunden. Aber mit Nürnberg und Bremen ja auch Zweitligavereine auf den Plätzen 3 und 4. Also. Ja. Ach so. Und Bochum, Bielefeld sind auch dabei. Also ist irgendwie eine relativ coole Tabelle. Und nicht vernachlässigen Energie Cottbus. Energie Cottbus, ja. Jetzt Regionalliga genauso wie Aachen, muss man sagen. Ich habe nochmal nachgeguckt. Also Aachen, gerade bei 11 Spielen mit 9 Punkten und Platz 15 am Start, haben gestern einen neuen Präsidenten vorgestellt. Ralf Horschef heißt der. Und der will jetzt natürlich wieder diesen Traditionsverein nach vorne bringen. Aber so richtig nach vorn kommen die ja nicht, muss man ehrlicherweise sagen. Noch nicht. Nee, glaube ich auch nicht dran. Aber es ist ein anderes Thema. Wir beschäftigen uns ja mit der Champions League bis zur dritten Liga und mit dem DFB-Team. Und damit wollen wir auch einsteigen, denn wir kommen aus der Länderspielpause. Es ist endlich vorbei. Gott sei Dank. Wirklich. Aber es war doch so erfolgreich. Ja, Deutschland hat sich als allererstes Land für die WM 2022 in Katar qualifiziert. Die startet übrigens am 18. November. Also in rund einem Jahr ist es soweit. Wir können dann im Winter schön Weltmeisterschaft gucken. Und meine liebste Schlagzeile, also wer hätte das denn gedacht? Timo Werner schießt das DFB-Team zur WM. Was haben wir über den Jungen gelästert? Was haben wir über den hergezogen? Ja, zu Recht. Und jetzt? Zu Recht. Zu Recht. Zu Recht. Aber ich muss auch wirklich sagen, das waren geile Tore. Ja, aber ich habe es mir auch mal angeguckt. Und bevor er tatsächlich auch wirklich mal das Tor getroffen hat, nochmal, Doppelwupp, hat er schon wieder so viele schöne Sachen komplett versemmelt. Und ich konnte sehen, wie er innerlich die Zähne in den Rasen geschlagen hat, weil er es einfach selber nicht fassen konnte und schon das Gedisse und Gemobbe gehört hat, obwohl noch gar nichts passiert ist. Also da waren echt wirklich so ein paar Sachen drin, wo ich dann wieder an euch beide denken musste, wie ihr ihn noch den Gurkenwerner genannt habt. Ja, das war Frau Bramowski, ich war das nicht. Ich bin nur auf den Zug aufgesprungen. Und dann auf einmal hat er doch ein bisschen mehr Glück gehabt als sonst. Also ich fand nur das ganze Gefeiere hinten raus ein bisschen unpassend, weil das ist ja sein Job, ne? Und wenn er jetzt dann einmal diesen Job macht, dann muss man da nicht so abgehen. Aber ey, meine persönliche Meinung. Aber halten wir mal ganz kurz fest, seitdem Hansi Flick da ist, läuft 15 mögliche Punkte, 15 Punkte auf dem Konto. Ist denn jetzt unter Flick tatsächlich alles besser, Sabrina? Also die Frage ist, er konnte es nach Löw noch schlechter laufen? Fand ich. Das ist ja die eigentliche Frage. Und die Antwort ist offensichtlich nein. Und Deutschland hat so ein bisschen wieder sich zu dem zurückerkämpft,
Stand, wo sie eigentlich auch hingehören als Fußballnation. Aber jetzt sie quasi ins Finale der WM 22 zu schreien, das will ich ehrlich gesagt noch nicht. Es sei denn, das natürlich macht die großen. Manuel Neuer. Manuel Neuer hat das gesagt. Der hat gesagt, er hält es für realistisch, dass sie den Titel holen. Das hat er übrigens schon 2018 gesagt und das hat er auch beim vergangenen Turnier gesagt. Just saying. Ja, dann ist das ja schon mal kein gutes Omen, wenn Manuel Neuer was sagt, oder? Aber ich wollte dich nicht unterbrechen, bitte Sabrina. Der Wunsch, der, wie sagt man, der Wunsch, Gedanke, der Vater oder so. Da war der Wunschvater des so Gedanken. So sagt man das, ja. Nee, also ich meine, die anderen großen Nationen, die strugglen ja noch so alle so ein bisschen. Also England, Italien, Spanien, die haben sich ja alle noch nicht so richtig in Stellung gebracht. Und ja, vielleicht ist ja eine der Top-Nationen dann doch nicht dabei. Mal gucken, die Deutschland gefährlich ist. Naja, aber jetzt ist auch diese Gruppe J ja mehr so aus der Rubrik nice to have, aber jetzt nicht wirklich ein ernsthafter Gegner. Also ich meine, das hätte auch ganz anders laufen können. Und ich weiß nicht, ob da diese zusammengeflickte Truppe da auch so halb glamourös hätte bestehen können. Also ich warte jetzt wirklich noch, was im November da auf uns zukommt, am 11. und was noch, der 14. glaube ich, wenn es nochmal gegen den Angstgegner Liechtenstein geht, ja, und den Aufbaugegner Armenien. Also da würde ich noch abwarten, bevor ich da Prognosen abgebe. Und es sollte vielleicht auch der Manu sollte da auch vielleicht erstmal noch drauf warten, bevor er so Prognosen reinhaut. Also ich sehe es tatsächlich ähnlich. Die Ergebnisse stimmen zwar, aber das Wie ist irgendwie ein bisschen bescheiden. Also gegen Nordmazedonien 0-0 zur Halbzeit. Bis dahin war da auch nicht viel los und ich glaube, jeder stärkere Gegner hätte das wahrscheinlich auch ausgenutzt. Und das wirkt halt alles noch so wenig organisiert und es ist fahrig und es gibt keine Zuordnungen und keine Abstimmungen. Ich glaube, dass Flick jemand ist, der die schaffen kann, aber es ist halt ein langer Weg. Und jetzt zu sagen, mit ihm ist alles besser, finde ich halt zu früh. Das muss man vielleicht... Ja, viel zu früh. Vielleicht in einem halben Jahr beurteilen, frühestens. Was ich ihm aber wirklich zugute halten muss, ist, dass wir als Fußballfaninnen und Fans im Grunde genommen die Chance haben, auch mal jetzt abseits vom Bayern-Kader mal wirklich interessante neue Leute in Aktion zu sehen und die auch kennenzulernen, so ein bisschen diese beiden Florians, ihr Wirtz und Neuhaus zum Beispiel und so, dass die auch mal was zeigen können. Musiala, große Nummer. Hofmann hat mir gut gefallen. Adeyemi, wenn der eingewechselt wird, der hat das richtige Setting, das richtige Mindsetting. So wünsche ich mir die gesamte DFB-Elf. Und ich glaube, da stehen denn die Fans auch wieder komplett hinter ihrer Nationalmannschaft auf Tischen und Bierbänken, wenn es sein muss. Wenn die alle sich mit dieser Einstellung da reingeben würden. Der Adeyemi, das ist so ein jungscher Bengel und wie der, schon wenn der draußen an der Seitenlinie steht, bevor er rein darf, wie der schon tänzelt, das Gesicht, die Körpersprache, geil, ich finde das fetzt. Ja, es bedeutet ihm was, mit dem Adler auf der Brust aufzulaufen, ja. So interpretiere ich das tatsächlich. Scheint so. Also das finde ich, und da finde ich, hat der Hansi auch mal ein bisschen Eier gehabt, zu sagen, kommt Jungs, ihr habt bei euren U21-Geschichten gute Arbeit geleistet, zeigt mal, ob ihr es bei den großen Jungs auch könnt. Und sie können. Und was ich ja ganz besonders interessant finde, ist, dass Annie offensichtlich eine der wenigen Deutschen ist, die sich da mitreißen lassen, gerade von den jetzigen Spielen, weil ich muss sagen, ich habe es noch nicht mal angeschaut, diese Grütze, wirklich. Ich meine, da ist mir mein Leben wirklich zu schade, um ein Spiel gegen Nordmazedonien mehr anzugucken. Ja, aber ich kannte die nicht. Ich wollte wissen, was können die? Okay. Und auch die können halt Fußball spielen. Und ich wollte einfach sehen, wie viel Power und wie viel Kopfsache steckt in so einem Fußballspiel. Und da hat man es dann gesehen. Also, dass die da so lange gegengehalten haben und mit so viel Herzblut sich da in die Zweikämpfe geworfen haben. Das ist geil. Dafür gucke ich Fußball, dafür liebe ich Fußball. Und das ist mir auch scheißegal, wie die Mannschaften heißen, die da auf dem Platz stehen. Aber da sind wir bei einem interessanten Punkt. Kann es diese Nationalmannschaft, wie auch immer sie besetzt sein wird, denn schaffen, im Winter 22, in einer völlig untypischen Turnierzeit quasi, die deutschen Fans mitzureißen? Ich
sage nein. Und ich sage nein auch, weil der DFB sich bis heute nicht in keinster Weise zu dieser WM in Katar positioniert hat. Wie seht ihr das denn? Also ich glaube schon. Weil erstens ist es Winter, die Leute haben eh nichts Besseres zu tun, außer drin zu sitzen, im Warmen und irgendwie Fußball zu gucken. Und wenn aber das ist es doch nicht. Doch, und ja, wenn du es nicht drin guckst, dann guckst du es halt draußen mit Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt beim Public Viewing. Und ich glaube, dass es halt natürlich auch am Ende total erfolgsabhängig ist, wie es immer so ist. Und wenn die halt irgendwie geile 3, 4, 5 erste Spiele haben, dann ist doch das ganze Land wieder in schwarz-rot-goldener Stimmung. Also, genau, Erfolg macht süchtig. Ja. Das sehe ich auch so. Also wenn es jetzt da noch ein bisschen weiter gut läuft, dann spielt, glaube ich, auch die Jahreszeit überhaupt gar keine Rolle. Und es kommt ja sonst eh nichts im Fernsehen. Aber durch dieses, dass wir die erste Nation sind, die sich jetzt für diese umstrittene WM qualifiziert hat, kommt natürlich dieses ganze Thema Katar, Menschenrechte, wieder hoch. Und da finde ich es halt spannend, wie der DFB damit umgeht. Ich sage, sie werden gar nichts tun. Und das ist eigentlich total armselig für den weltgrößten Sportverband mit 7 Millionen Mitgliedern, dass sie einfach in keinster Weise sich dazu positionieren, dass da einfach überhaupt nichts kommt. Und ich glaube, das ist es auch, weswegen so wenig Menschen sich damit identifizieren können. Es ist einfach überhaupt nicht transparent. Das nimmt überhaupt keine Stellung ein. Und das finde ich enttäuschend. Na gut, auf der anderen Seite, also wenn du es richtig annehmen möchtest und halt nicht irgendwie nur mit Regenbogenfahnen auflaufen willst, dann müsstest du ja sagen, okay, wir nehmen daran nicht teil. Nur es ist am Ende richtig. Ja auch ein Geschäft, wo halt Geld regiert. Und dann sagt natürlich der DFB nicht, na, wir können daran nicht teilnehmen. Ich bin gespannt. Natürlich werden sie daran teilnehmen. Es ist auch das wirtschaftlich und sportlich wahrscheinlich einzig Richtige. Aber trotzdem kann man ja auch diese Bühne, die man da bekommt, nutzen, um einfach ein Statement für die Zukunft zu setzen und zu sagen, pass auf, so nicht. Also diese WM findet einmal hier statt und dann... Ich glaube, der Drops ist gelutscht. Also da gab es vorher tausende Möglichkeiten, da sich klar, deutlich zu positionieren. Und das ist einfach nicht passiert. Das wurde alles wegignoriert und mit irgendwelchen kleinen Muschebubu aufgeblasenen Geschichten da irgendwie. Das riecht mich bloß wieder auf. Lass uns mal ganz kurz, wenn wir hier schon fast am Aufregen sind, über einen Aufreger des Spiels gegen Mazedonien sprechen, der gar nicht mal auf dem Platz stattgefunden hat, sondern in der Kommentatorenkabine. Mal gucken, ob schon jemand von euch... Ja, Eddie weiß schon, was ich meine. Ich rede über Steffen Freund, der beim Kommentar mit Marco Hagemann bei einem Foul sagte, also bei der Wiederholung des Fouls vielmehr, sagte, die Frauen bitte wegschauen bei dieser Zeitlupe. Und dafür den Shitstorm seines Lebens bekommen hat. Zu Recht. Danke. Was ist das denn für ein Vogel? Den könnten wir echt mal hier zwischen uns setzen und mal richtig zusammennießen. Ich fand so generell ich muss mal jetzt so Anführungsstriche in die Luft machen, ja. Dieses Spielkommentatoren fand ich irgendwie total null. Nichts, da kam gar nichts. Das war ja so eine Pfeifenheinis, habe ich selten Sport kommentieren hören. Sabrina, würdest du dich da bitte mal drum kümmern? Das ist doch nicht zu fassen. Ja, ich bin auch kein Freund von Steffen Freund, aber oder keine Freundin vielmehr. Ich glaube aber trotzdem, dass diese 90 Minuten, also er kann ja halt mal sowas rausrutschen. Er hat es ja dann so erklärt, dass seine Frau ja irgendwie auch früher mal nicht hingucken konnte, irgendwie, wenn da irgendwas Schlimmes mit ihm war und weil sie dann nur daran hat er gedacht. Ja, ich würde es nicht so dann auf soll die, auch so sagen, ich würde aber es nicht so auf die Gold, die Pauschalisierung ist kacke, aber ich würde es nicht so auf die Goldwaage legen, weil diese 90 Minuten, glaube ich, schon an dir zerren. Aber ein Dr. Freud hätte da durchaus viel mehr rausgelesen aus diesem vermeintlichen Ausrutscher, um mal freundlich zu bleiben. Ich finde, das ist so ein klassisches Ding, wenn der das vor 5 Jahren gesagt hätte, wäre es durchgerutscht. Aber heute in Zeiten von Social Media kann ja jeder Heidi und auch jeder, der es gut oder schlecht findet, seine Meinung dazu öffentlich äußern. Und plötzlich hast du eben so einen Shitstorm an der Backe. Ja. Und ich finde es auch gut und richtig, dass wir inzwischen auf dem Ohr auch ein bisschen hellhöriger geworden sind.
Stichwort Feminismus, aber das ist eine andere Baustelle. Ja, aber also nochmal zur anderen Baustelle vielleicht auch abschließend. Ich finde halt ganz schön nervig diese ständige Empörung, die immer stattfindet, wenn irgendeiner sowas sagt. Ich meine, er hat jetzt ja echt, hat jetzt ja keinen angefeindet in groberem Maße oder irgendwie jemand total beleidigt. Und wenn er halt denkt, dass Frauen das nicht ausstehen können, dann ist es ja immer noch auch seine persönliche Sichtweise. Und dann muss ich sagen, ja, soll er halt so denken, ist halt ein Hinterwäldler, ist wahrscheinlich auch nicht die klügste Kerze irgendwie oder die hellste Kerze auf einer Torte, aber ich finde, man muss da nicht irgendwie so einen Shitstorm, wie Dani sagt. Aber im Jahr 2021 ist so eine Aussage tatsächlich ein Ding, die kann deinem Image das Genick brechen. Ja. Also die kann dich so weit brechen, dass du nicht mehr in solche Positionen kommst. Und dann muss man halt auch ein bisschen offener sein. Nicht, dass ich das total unterstütze, dass man da so krass drauf geht, aber man muss einfach da ein bisschen weiter denken und seine Äußerungen und seine Formulierungen etwas mehr im Griff haben. Oder man, also oder ich man habe sucht schon, sich ein Management. die Agentur selber die daraus Kapital schlagen. Nein. Nein, aber ich habe zum Beispiel, als ich angefangen habe, Radio zu machen, vor ungefähr 451 Millionen Jahren, da hat jemand an meinem ersten Volontariatstag zu mir gesagt, wenn du moderieren möchtest, merke dir eins, erst denken, dann Mikro an. Und ich finde, das hat, also das ist ein sehr weiser Spruch und das könnte man jetzt da auch mal drauf übertragen. Bei aller Euphorie und bei allem, was einen da so mitreißt in dieser Live-Situation und was einem der Job dort auch abverlangt. Und damit Punkt und Strich quasi unter das Thema Länderspiel und DFB-Team. Oder habt ihr noch? Eins ja. noch. Ich bin ein bisschen traurig. Oh, was können wir tun? Ja, gar nichts. Ihr könnt nichts tun. Marco, lieber Marco, du bist mein Marco Reus. Ich bin ein bisschen traurig, dass du so zaghaft bist. Ich wollte das nur noch mal ihm direkt übermitteln, falls er das Fußball-Podcast hört oder sieht bei YouTube. Ich bin ein bisschen traurig, dass du so zaghaft bist und ich wünsche mir, dass du wieder zurückfindest und dir wieder selber zutraust, dass du deinen Job kannst. Du kannst deinen Job. Bitte zeig es. Danke, deine Annie. Okay, ich leite jetzt mal ohne Kommentar weiter zur Bundesliga. Aber warte mal, ganz kurz, bevor du weiterleitest, würde ich ganz gerne nochmal über Dänemark was sagen, weil die haben sich auch qualifiziert. Also im Gegensatz zu den ganzen großen anderen Nationen haben die nämlich gegen Österreich gewonnen, 1-0. Sind als EM-Halbfinalist jetzt also schon qualifiziert, auch für die WM. Und zwar das zweite Mal in Folge und das sechste Mal überhaupt für so eine Weltmeisterschaft. Und was sie da in dieser Qualifikation abreißen, hat fast italienische Verhältnisse, Annie. Sie haben ihr achtes Quali-Spiel ohne Gegentor gespielt und ein Torverhältnis von 27-0. Da sage ich mal, stark. Chapeau. Das ist überzeugend. Chapeau. Und das so alles unterm Radar. Und das so alles unterm Radar, genau. Und vielleicht wird das ja die Überraschungsmannschaft. Mal wieder. Und wenn wir schon über eventuelle Überraschungen sprechen, ich habe mal auf andere Kontinente so ein bisschen geguckt und wir sollten mal so ein bisschen im Auge behalten. Ich glaube, Brasilien meldet sich zurück auf der Fußballbühne, auf der internationalen und auch Argentinien. Ist gar nicht so, ich meine gut, ein Messi macht noch lange keine WM-Mannschaft aus, aber ich glaube, die beiden, ich möchte das hier nur noch schon mal im Vorfeld vermerken, ja, ich habe hier mal Brasilien und Argentinien noch ins Spiel gebracht. Punkt. Für mich sind das so zwei Nationen, die versuchen es seit vielen Jahrzehnten immer wieder und meistens gelingt es nicht, aber wir vermerken es mal. Vielen Dank. So, und jetzt aber zur Bundesliga. Die bietet am kommenden Spieltag ja, mäßige Duelle. Es gibt das Spitzenreiterduell zwischen Bayer Leverkusen und dem FC Bayern. Ja, eigentlich kann es nicht spannender sein, aber auf der anderen Seite sehe ich die Rollen da ganz klar verteilt. Ich glaube nicht, dass Leverkusen da was reißen kann, um ehrlich zu sein. Nur weil sie 6-mal verloren haben jetzt? Gegen den Ersten, also wenn sie gegen den jeweiligen Ersten gespielt haben, richtig? Nee, generell. Aber
ey, lass dich doch einfach mal überraschen. Mhm. Ich meine, die Fußballfans haben es verdient, dass es auch mal ein bisschen spannend wird an der Tabellenspitze. Absolut. Und schon allein dafür, dass schon allein das sollte doch Motivation sein für Bayer, mal so richtig einen rauszuhauen. Absolut. Potenzial ist da. Die Bayern hatten vor der Länderspielpause, wir erinnern uns alle daran, eine Niederlage gegen Eintracht Frankfurt. Die sitzt doch tief und ich glaube, dass da jetzt mit 120% auf den Platz gegangen wird. 100%. Und dass da, genau, und dass da für Bayer nichts drin ist. Ja, also zwei Niederlagen in Folge wird sich die Nagelsmann sowieso nicht erlauben dürfen. Dürfen, ja, genau. Naja. Das eigentlich... Achso, und bitte? Nee, Stuttgart sind auch ganz viele krank, ja, ne? Ganz viele Corona-Fälle, richtig. Auch das gibt's noch. Das merkt man ja gar nicht mehr so. Weil zum Beispiel in München, da wird wieder mit voller Auslastung gespielt. Also da ist die Arena voll bis zur Oberkante. In anderen Mannschaften fehlt gefühlt die Hälfte wegen Corona. Und das für mich aber eigentlich spannende Spiel tatsächlich ist die Hertha gegen Frankfurt. Und ich weiß, Annie, es nervt irgendwann, dass wir immer so über die Hertha reden müssen, aber es ist passiert einfach so viel. Da passiert eine Menge. Aber leider nicht auf dem Platz. Erstmal neben dem Platz, da würde ich dir mal das Wort überlassen. Naja, Annie, ey, dann heißt es wieder, ich ziehe immer nur her und so. Also ich... gut, also ich mag Fußball und ich sehe gern Fußball und ich raff's eigentlich nicht so richtig, was da für ein Riesenapparat um so eine Bundesligamannschaft herum aufgebaut wird. Da wurde ja auch zum Beispiel bei Hertha diese Geschäftsführungsposten extra noch ins Leben gerufen vor 10 Monaten, vor 11 Monaten. Und der Carsten Schmidt, der diesen Posten dann bekommen hat, der musste jetzt dann leider aus privaten Gründen gehen. Ich weiß nicht, ob man den Posten überhaupt braucht, weil ich habe nicht so viel von der Arbeit vom Herrn Schmidt mitbekommen. Es tut mir aber persönlich sehr leid, dass er privat da offensichtlich Schweres durchmacht. Etwas unterhaltsamer dagegen ist wieder, was der Kevin Prinz Boateng auf dem Platz nicht macht, macht er neben dem Platz. Und da muss ich jetzt nochmal, also Fußball sollte auf dem Platz stattfinden und nicht sich irgendwie drüber aufzuregen, was ein abgehalfterter, 5-mal geschiedener, ehemaliger Nationalspieler über ihn sagt. Das geht mir einfach nicht in den Kopf. Wir haben so viele andere Baustellen bei der Hertha und dann riecht er sie auf, dass der Lothar sagt, er kann nichts. Aber der Kevin Prinz Boateng hat auf dem Platz nichts gemacht. Er hat noch nicht 7 Spiele, hat er nicht einmal durchgespielt, geschweige denn irgendwelche Impulse gesetzt oder junge Menschen angeleitet oder seine Kernaufgabe erfüllt, daraus dem Paul zur Hilfe eine Mannschaft zu formen. Aber da möchte ich jetzt mal hier in alter Kindergartenmanier, denn auf diesem Niveau spielt sich das ab. Der Lodder hat angefangen. Ja. Ja, und? Aber wenn es dem Kevin egal ist und es an ihm angeblich, wie er sagte, ja abprallt, dann weiß ich nicht, wenn es an mir abprallt, dann rede ich da gar nicht drüber. Aber wir wollen mal ganz kurz die Leute abholen, die gerade nicht wissen, worüber wir reden, weil wir bewegen uns hier so in einer Grauzone zwischen Fußball und Trash. Klatsch und Draht. Theater. Ja, Klatsch und Draht. Lothar Matthäus. Typisch, ja. Ja, bitte Sabrina, du darfst gerne das wiedergeben. Ja, also Annie hat es ja schon angedeutet. Also Lothar hat ja irgendwie den Prinz angegangen, dass der nichts bringt. Und Prinz hat gesagt, stimmt aber nicht. So nach dem Motto. Und ich habe die Zitate dazu. Lothar sagte, die Zeit von Boateng, der ein überragender Spieler war, auch ein schwieriger Charakter, ist meiner Meinung nach vorbei. Punkt. Punkt. Daraufhin sagte der Prinz, nach 7 Spieltagen zu sagen, die Karriere eines Spielers ist vorbei, das finde ich frech. Vielleicht hatte er ja Lust auf eine Schlagzeile. Punkt. Und die hat er jetzt bekommen. Weiter. Das sind Aussagen, die man als Experte nicht treffen sollte. Und jetzt wird's spannend. Kevin Prinz Boateng hat nämlich gesagt, dass er sich steigern muss, wüsste er, Zitat, ich spiele vielleicht nicht besonders gut, das sehe ich auch ein. Na? Ja, ja, aber ich meine, dann mach doch was. Und 7 Spieltage ist eine lange Zeit. Da sind manche Mannschaften, ich sag mal so der FC und so, ne, haben Überraschendes geleistet und der hat einfach nur nichts gemacht.
hat da die Luft weggeatmet auf dem Rasen, oxidierte das so vor sich hin. Und dann muss es jemandem, der selber Fußball sehr erfolgreich gespielt hat, auch mal erlaubt sein zu sagen, der kann es halt nicht. Ich fand den Prinz ganz okay als Experte zur EM, ne? Im Sommer. Das fand ich mal ganz erfrischend, seine Sicht war, ja, der macht doch sowas beruflich, aber steht doch da nie umher. Das musste er ja leider früher abbrechen, weil er bei der Hertha gebraucht wurde. Aber guck mal, also... Ja, nee. Ich meine, vielleicht ist aber auch seine Kernkompetenz in der Mannschaft, dass er einfach die ganze Negativität, die von außen hereinströmt, auf sich bündelt und dann alle anderen in ihrer Lethargie da erstmal weitermachen können. Und das ist doch ist auch eigentlich der Pressesprecher etwas, quasi. Genau, also er ist sowas wie der offizielle Boomer des Berliner Megatop-City-Clubs. Wir sind quasi Kollegen, ehrlich. Und der Big City Club, ich sag nicht. Vielleicht ist ja das auch seine große Aufgabe in dem Team, also von den anderen Fehlleistungen sozusagen abzulenken. Indem er einfach, aber dafür muss er echt nicht auf dem Platz stehen, ehrlich. Aber jetzt, gegen Frankfurt, so, jetzt. Am Wochenende, ist ja Nachbarduell, beide in der Krise, würde ich jetzt nicht sagen, weil Frankfurt hat sich durch den Sieg gegen die Bayern schon ein bisschen Energie geholt, glaube ich, Hertha schon in der Krise. Und Boateng hat ja eine besondere Beziehung zu beiden Clubs, ne? Er hat bei Frankfurt sein Liga-Debüt und sein Tordebüt in den Jahren 2005 und 2006 gefeiert, wurde dort auch Pokalsieger und geht jetzt natürlich mit viel Emotion in dieses Duell. Und was? 2005? Überleg doch mal, wir haben 2021. Ja, aber der Pokalsieg ist das nicht so schon lange alles. Sich irgendwie immer noch abzufeiern, dass man irgendwie vor 100 Jahren mal ein paar gute Spiele gemacht hat. Ich weiß nicht. Aber ein Kevin Prince Boateng sagt, er geht mit viel Emotion in ein Spiel, dann sehe ich da schon eine rote Karte vor meinem geistigen Auge. Nein, keine Sorge. Der hat keine Sorge. Dafür müsste er schwitzen, sich das Trikot dreckig machen. Er müsste sich vielleicht zweimal um die eigene Achse drehen. Keine Sorge. Wir schauen mal. Das passiert nicht. Das können wir nächste Woche auswerten. Ja, schreib gleich auf, nicht, dass wir es vergessen. Ich verdräng doch sowas dann so gern. Ich schreib ganz groß Hertha. So was ganz Neues. Damit wir es nicht vergessen. Lass uns mal ganz kurz nach Frankfurt, sag ich schon, nach Freiburg noch gucken. Die spielen ja ihr erstes Pflichtspiel im neuen Europaparkstadion gegen Leipzig. Und da wäre es natürlich blöd, wenn man dieses wunderschöne neue Schmuckkästchen dann direkt mit einer Niederlage einweiht. Oder? Also mir persönlich wäre es wurscht, aber ich finde es schon schade. Ist das immer ein bisschen blöd, vor allem, weil sie ja auch so eine Angst hatten irgendwie, dass dann diese Ära irgendwie zu Ende geht, dass Freiburg, dieser kleine Verein, und dann jetzt in diesem großen, richtigen Fußballstadion, wenn sie da natürlich nicht in die Gänge kommen, wäre das schon ein bisschen doof, nachdem sie da jetzt ja auch ziemlich viel Geld alle investiert haben. Aber die Mannschaft von Jesse Marsch ist ja bestimmt Verlass. Entschuldigung. Also bisher habe ich ja immer gesagt, Spiele in Freiburg sind eklig. Finde ich auch nach wie vor, aber das war im alten Stadion. Ich genau. Kann über das neue Stadion. Man weiß gar nicht, wie eklig das noch sein kann, weil das ist ja jetzt nicht mehr so dieses gallische Dorf, sage ich jetzt mal. Sondern das ist jetzt halt ein richtiges Fußballstadion. Wenn Freiburg denn ein Tor schießt, dann wäre das der Bundesliga-Treffer Nummer 1000, den man ja gerne noch im alten Dreisamstadion gefeiert hätte. Wäre aber vielleicht auch ein schöner Auftakt fürs neue Stadion. Wir gucken da auf jeden Fall ganz genau hin. Und dann müssen wir natürlich noch über einen Spieler sprechen, aber auch das ist schon wieder so ein bisschen Trash. Wir kommen heute irgendwie nicht raus aus dieser Schiene. Es geht um... Das ist diese Länderspielpausen-Gedöns. Das ist halt so. Es geht um Lucas Hernandez, Bayerns Verteidiger, der ins Gefängnis muss. Punkt. Soll. Ja. Wird wohl. So. Die spanische Justiz kennt da... nicht so recht Humor, was die Sache angeht. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich fände das gar nicht so schlecht. Ich finde es vollkommen irre. Wenn auch so ein Superspal mal so eine Bremse vors Gesicht kriegt. Was ist passiert? Lucas Hernandez hatte im Jahr 2017
eine Freundin, die er wohl gegenüber der wohl handgreiflich geworden sein soll. Die haben sich beide richtig gezofft. Auf der Straße, in der Öffentlichkeit, die haben sich gegenseitig gehauen. Das alles ging als häusliche Gewalt und es heißt nun mal so, das ist es auch. Jetzt kommt, wurden beide dazu verknackt, dass sie sich nicht gegenseitig mehr sehen dürfen. Also so ein Abstandsgebot wurde erlassen, ein Kontaktverbot. Was machen die beiden? Fliegen in die USA und heiraten. Entschuldigung. Du kannst es viel besser machen als noch, ich. Wir haben immer noch dieses Kontaktverbot, das vom Gericht verhängt wurde. Dass jemand sich dagegen einfach so widersetzt, weil er es nicht ernst nimmt, weil er auch sich seiner Bedeutung nicht das bewusst ist. Das war eben ist. Liebe, Annie, Liebe. Ja doch, aber wenn ich als Profi, als Vorbild für junge Menschen wegen häuslicher Gewalt so eine Auflage vom Gericht bekomme, da zwitscher ich doch nicht fröhlich durch die Botanik und heirate eben die, mit der ich mich gekloppt habe auf der Straße. Da gehe ich doch freiwillig lieber Sozialstunden ableisten, anstatt dass ich anfange, irgendwie das Ganze hinzustellen, als wäre es Pillepalle. Haut euch doch ruhig und dann könnt ihr ja immer noch heiraten. Was ist das denn für eine Message, die so ein Superstar, der die Bayern, wie viel, 80 Millionen? Ich habe die Zahlen nicht gesehen. Millionen Rekordablöse von Atletico, ja. Überleg's doch mal, was sendet das denn für Signale? Was ist das denn für ein Vogel? Gut. Och, wieso jetzt bringen wir mal etwas Struktur in diese Emotion. Ich habe schon Tränen in den Augen vor Lache, aber okay. Also, Lucas Hernandez hat sich mit seiner Freundin gekloppt, dann gab es ein Verbot, dann haben die beiden sich wieder versöhnt, unabhängig von diesem Verbot, sind gemeinsam in den Urlaub. Das Verbot bestand, das heißt, er hat eigentlich es gebrochen, das findet die spanische Justiz total bescheiden und hat ihn deswegen 2019 zu 6 Monaten Haft verurteilt. Jetzt gibt es dazu einen Haftbefehl, glaube ich schon. Und deswegen soll er am kommenden Dienstag, also nur einen Tag vor dem Champions-League-Spiel gegen Benfica Lissabon, in Madrid vor Gericht entscheiden und dann 6 Monate in ein Gefängnis seiner Wahl. So. Wenn er da nicht auftaucht, dann muss man auch sagen, am Dienstag wird er jetzt zur internationalen Fahndung ausgesetzt. Was ich daran irre finde, in Deutschland glaube ich, wenn die Frau gesagt hätte, pass mal auf, Freunde, ich bin mit dem verheiratet, wir haben mittlerweile ein gemeinsames Kind, die Sache ist dahin, ich will da nichts machen, dann wäre da wahrscheinlich auch nichts, dann wäre das Ding einfach beendet. In Spanien sieht das anders aus. Die Strafe gibt es oder das Urteil gibt es, die Strafe gibt es, dann muss die Strafe auch absolviert werden. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob man ihn da rauskriegt. Ich glaube nicht. Echt? Doch, ich glaube schon. Guck mal, der ist 25, der ist Weltmeister von 2018, der spielt beim FC Bayern München, also er kennt die Top-Leute und ich sag dir, das wird am Ende, auch wenn sie jetzt auf hart machen und die erste Geldzahlung quasi nicht akzeptieren wollen, dass es am Ende auf eine Geldstrafe hinauslaufen wird und dann ist auch gut. Also. Ja, aber ich finde trotzdem, das ganze Thema da darf man einfach nicht so drüber weggehen. Und ich finde das gut, dass da jetzt auch einfach nochmal das international so ein bisschen besprochen wird auch. Und dass auch so ein Vogel mal einfach irgendwie was latzen muss, wenn er schon nicht im Bau geht. So. Kann sich nicht jeder einfach immer drüber lustig machen über so Urteile. Aber ich habe jetzt mal eine juristische Frage. Und zwar hat ja das Kontaktverbot für beide bestanden. Also sowohl für die eine als auch für die andere Seite. Und warum wird dann seine alte nicht auch irgendwie verknackt? Das verstehe ich nicht. Aber das können wir, das wissen wir ja nicht. Die spanische Justiz, die bestimmt sehr viel jetzt gerade mal macht, um ein bisschen PR zu machen, dann irgendwann mal später erklären. Ich weiß das gar nicht. Ich habe da auch offen gestanden gar nicht nachgeguckt, ob gegen die nicht auch irgendwas vorliegt. Ich glaube, es hätte schon mal jemand dazu geschrieben, oder? Also ich habe jetzt verschiedene Artikel dazu gelesen. Es stand nirgendwo drin, dass sie jetzt sich auch irgendwie schuldig gemacht hätte. Weil keiner auf so eine schlaue Frage gekommen ist, wie du sie stellst. Dann sollte ich mal bei der spanischen Justiz anrufen. Bei Strafgericht 32 in Madrid. Nähere Infos zum Fall Hernandez werden wir wohl dann in der kommenden Woche haben. Wenn wir gerade bei... Eigentlich müssen wir... Ich habe eine kleine Premiere. Oh Gott. Ich muss während der Aufzeichnung zu Das Fußball-Podcast Nummer 28 mal ganz kurz mein Netzteil suchen und euch an den Strom hängen. Ich bin gleich wieder da. Okay, dann können wir kurz über unser Lieblingsthema, die zweite Liga, sprechen, ja?
Oh ja, das überzeugt mich echt nicht. Ja gut, das ist auch in dieser Woche eher lame, oder Sabrina? Ja, ich weiß auch nicht, das ist jetzt nicht so, holt einen jetzt nicht so ab, oder? Nee, irgendwie nicht. Also das Einzige, was ich spannend finde, ist, Simon Terodde könnte sich mit einem Tor schon zum Zweitliga-Rekordschützen krönen. Ja, und da bin ich bei, glaube ich, Lothar oder wer das auch immer gefordert hat. Es war, glaube ich, Lothar, der das gefordert hat. Terodde zur WM. Ja, aber man muss es ja nicht gleich übertreiben. Na, aber ich finde diesen Vorschlag gar nicht so schlecht. Vielleicht kann ja Terodde nicht nur zweite Liga, ich meine, er kann keine erste, aber er kann definitiv zweite und vielleicht ist die DFBF ja so zweitklassig, dass Terodde da gut angesiedelt ist. Spannende Theorie, aber ich glaube, die Gegner der DFBF werden ja doch wieder Erstklassiker als das, was wir ja, zuletzt gesehen haben. Von daher, ja, mal gucken. Ansonsten, nee, habe ich da keine großen Duelle tatsächlich. Das gibt mir nichts. Lasst uns lieber in Liga 3 gucken. Was habe ich verpasst? Wir haben über Simon Terodde gesprochen. Alles klar, gut, nichts, wie ich schon sagte. Zweite Liga von wegen. Geilste Liga aller. Zweite, geilste aller. Naja. Aber Liga 3, du hast offenbar den Plan, hast du zumindest uns versprochen, jetzt mache ich ihn öffentlich, damit du auch liefern musst, mal bei Victoria Berlin vorbeizuschauen am Freitag. Ja, es passt eigentlich alles. Die brauchen mal noch einen Fan mehr im Stadion, im Jahn-Sportpark. Ich war schon lange nicht mehr da. Ich brauche auch mal wieder was Schönes gerade, weil es draußen so Wetter halt Herbst ist und so weiter. Da geht's zu Victoria Berlin. Gedacht, so, da gehe ich mal zu Victoria. Ich gucke mir mal an, wie in der dritten Liga Berlin gewinnen kann gegen Osnabrück. Oder? Die gewinnen doch, oder? Hä? Nee. Hä? Glaube ich nicht. Ja, könnte schon sein. Also ich glaube für Victoria. Was macht ihr Freitag? Ich bin, glaube ich, total behindert. Das tut mir leid. Aber ich glaube, verhindert, nicht behindert. Verhindert. Es ist zu früh noch, Leute. Ich glaube aber, dass Victoria Berlin jetzt echt vor einer schwierigen Phase steht. Also ich glaube, sie werden nicht gegen Osnabrück gewinnen. Und danach spielen sie übrigens in Magdeburg. Und auch dort wird für die nichts zu holen sein. Naja, vielleicht kann ich ja irgendwie als Glücksfee was reißen, obwohl das aktuell ja jetzt nicht gerade meine Kernkompetenz ist. Aber vielleicht hast du einfach deine Energie auf den falschen Berliner Club gesetzt. Kann ja sein. Wahrscheinlich. Ja? Also ich überlege noch, ich werde es euch wissen lassen. Ja, ihr hört dann von mir, wenn ich tatsächlich morgen Abend im Prenzlauer Berg bin, in meiner alten Heimat, schräg gegenüber von wo ich mal nicht groß geworden bin, aber aufgewachsen. Ich war vergangenen Stadion-Selfie machen. Ja. Ich war vergangenen Sonntag im Mauerpark, dann habe Annie ein Foto vom Jahn-Sportpark geschickt und dachte mir, Mensch, wenn da nur ein Drittel der Menschen, die da an einem Sonntagnachmittag, an einem sonnigen Sonntagnachmittag in diesem Mauerpark sind, in dieses Stadion gehen würden, oh ja, da wäre Stimmung. Aber leider ist das die falsche Zielgruppe dafür. Ja. Wahrscheinlich. Und Victoria Berlin ist aber zu wenig, es steht auf dem Zettel. Ja. Ja, zu viel los. Dann haben wir noch Halle gegen Saarbrücken. Das ist weniger spannend wegen des Spiels, entschuldige, wenn ich das so sage. Aber vielleicht wegen eines bestimmten Akteurs auf Seiten der Saarbrücker, den wir gut kennen. Wir müssen dieses Thema jetzt mal besprechen. Es ist einfach so prägnant geworden in dieser Woche. Es geht um Dennis Erdmann, der ja tatsächlich in Folge 10 von Das Fußball, ich kann es schon nicht mehr aussprechen, wir müssen zum Ende kommen, in Folge 10 von Das Fußball-Podcast unser Gast war und sich vor einigen Wochen ein bisschen in die Medien gespielt hat durch wohl rassistische Äußerungen, die er im Spiel gegen Magdeburg getätigt haben soll. Er wurde dann vom DFB-Sportgericht zu 3.000 Euro Strafe und einer Sperre von 8 Wochen verdonnert, hat Revision eingelegt, die hat jetzt diese Woche stattgefunden und das Besondere daran ist, dass Dennis Erdmann wohl von Anfang an gesagt hat, es sei so nicht passiert und jetzt eben bei dieser Revision gesagt hat, möglicherweise gab es da Missverständnisse und er wolle gar nicht mehr über die Strafe an sich, sondern nur über die Dauer der Sperre sprechen. Was ich daran prägnant finde, sei mal dieses ganze Thema, ob es passiert ist oder nicht, außen vor. Der DFB hat die Sperre tatsächlich zu Teilen aufgehoben, die Geldsperre komplett und die Spielsperre auf 5 Spiele beschränkt. Wie finde ich das? Ich lege hier mal in Vorlage. Ich finde es irgendwie echt peinlich von Seiten des DFB, weil ich finde, man kann nicht den Kampf gegen Rassismus, ob er jetzt stattgefunden hat oder nicht, so angehen und dann eine Rolle rückwärts machen.
Das, finde ich, funktioniert nicht, weil man daran halt eigentlich ein Exempel statuieren könnte. Von daher ist das, wie das Urteil aufgehoben wurde, aus meiner Sicht ein bisschen lächerlich. Habt ihr dazu eine Meinung? Also ich habe dazu eine Meinung, dass ich gestern irgendwie was Neues kennengelernt habe, und zwar ein strafminderndes, fiktives Geständnis. Und ich mir den ganzen Tag Gedanken mache, was ist ein fiktives Geständnis? Weil fiktiv kommt ja von Fiktion und das entspricht ja nicht der Realität. Also, was heißt das? Aber gut, da sind wir wieder bei der Juristerei und wahrscheinlich meinen fehlenden Kenntnissen. Und aufgrund dieses fiktiven Geständnisses, also ich glaube, diesem Entgegenkommen, dass es da zu Missverständnissen gekommen sein könnte, auch wenn er ja vehement bestreitet, rassistisch beleidigt zu haben, wurde ja die Sperre verringert. Er war ja jetzt auch schon lange, lange gesperrt, das darf man ja auch nicht vergessen. Und im Prinzip können jetzt beide Seiten erhobenen Hauptes mehr oder weniger aus dieser Verhandlung gehen. Ob es jetzt den Kampf gegen Rassismus hält, weiß ich nicht. Ja, ich finde, der DFB kann halt nicht erhobenen Hauptes daraus gehen, weil er, ich wiederhole nochmal, als größter Sportverband der Welt, 7 Millionen Mitglieder, sollte halt eigentlich, wenn er ein Urteil fällt, auch dieses Urteil beibehalten. Und wenn jemand sagt, okay, ich habe das vielleicht gesagt, vielleicht hat es jemand so verstanden, dann macht es das ja nicht besser. Also nee, er hat ja gesagt, er hat auf gar keinen Fall rassistisch irgendjemand beleidigt, sondern nur von Missverständnissen gesprochen. Aber er hat auf jeden Fall nicht das N-Wort benutzt. Aber das macht es ja nicht besser. Das ist das, was ich nicht verstehe. Das ist wieder das, womit wir angefangen hatten vorhin. Ja. Zum Start, ne? Als es um Katar ging. Ja. Es ist. Das ist wieder so, ich halte mal den Ball flach, ich möchte nicht anecken, und ich möchte jetzt hier als DFB nicht so mich so klar positionieren und eventuell auf irgendwas festgenagelt werden. Das ist schon wieder so ein Muschebubu-Gelumpe. Ja, es ist halt irgendwie nicht verständlich, und diverse Medien haben auch diverse Kommentare von Sportjournalisten dazu geschrieben, die das als Kuhhandel bezeichnen. Und das ist wieder so ein Ding, da muss man sich auch nicht wundern, dass der DFB so unfassbar unbeliebt ist, wie er es denn ist. Punkt. Damit ist das Thema für mich erstmal so, wir müssen es halt einmal nennen. Ne? Ja. Also es ist unglaubwürdig einfach am Ende. Und damit sind wir, glaube ich, am Ende auch von Folge 28, es sei denn, ihr habt noch was. Na, ich habe noch was, dass Carl Zeiss Jena sein... Stimmt. Die hatten wir ja letzte Woche erst zum Thema wegen Heiko Weber und eines möglichen Wechsels zu Auer. Und die haben ja ihren Trainer jetzt entlassen nach 10 Spielen, die er ungeschlagen gespielt hat, inklusive 7 Siege. Und auch da nur Punkt, weil sportlich kann es ja keine Begründung dafür geben. Nein, das ist wie in so vielen ostdeutschen Vereinen vielleicht auch eine persönliche Entscheidung gewesen. Mojobubu. Gut, damit sind wir durch. Und hoffen, dass es nächste Woche mit den Champions-League-Spieltagen noch ein paar mehr spielerische Themen für uns gibt. Gott sei Dank. Und vielleicht mit einem kleinen Nachklapp von Victoria Berlin in Osnabrück. Und ich möchte bitte, dass auf Instagram bei Das Fußball Podcast auch Victoria Berlin verlinkt wird, damit sie wissen, sie haben eine Fanin. Ja, aber dafür musst du erstmal ins Stadion gehen, und dann freue ich mich über deinen Stadionbericht. In diesem Sinne vielen Dank. Bis nächste Woche, dann zu Folge 29. Tschüss und bis Danny, sagt die Annie. Ciao, ciao. Das Fußball-Podcast. Was? Wie? Jaha, das Fußball-Podcast. Mit Daniela, Annie und Sabrina. Drei starke Frauen reden über Fußball. Von Champions League bis dritte Liga.